Ja, und Tim Kukral ist jetzt hier im Studio. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Sie waren dabei bei diesem Prozesstag heute. Welche Rolle spielt denn die Landespolizeipräsidentin? Ja, schon eine sehr zentrale Rolle. Also zum einen hat sie am Anfang mitgetrunken beim Sekt. Davon hat sie heute auch noch mal berichtet, hat sie auch schon beim Untersuchungsausschuss von berichtet. Aber sie spielt auch deswegen eine zentrale Rolle, weil sie diejenige war, die den Prozess überhaupt erst ins Rollen gebracht hat. Wir sagen ja immer über Andreas R., er ist der ranghöchste Polizist im Land. Das stimmt natürlich auch. Aber sie ist noch eine Stufe höher, nur dass sie formal keine Polizistin ist, sondern Verwaltungsbeamtin. Sie ist seine Vorgesetzte und als solche hat sie das Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet und ist auch zur Staatsanwaltschaft gegangen, damit die das prüft. Und die Staatsanwaltschaft hat dann letztlich dieses Strafverfahren auch eingeleitet. Das heißt, sie musste die Sache eigentlich ins Rollen bringen. Ja, sie musste das deswegen tun, weil sich die junge Polizistin, die sich von Andreas R. belästigt gefühlt hat, ihr anvertraut hat. Also das vergisst man ja oft, die ist nicht selber zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat Anzeige erstattet, sondern sie ist zu Stefanie Hinz gegangen, zur Vorgesetzten von Andreas R., hat ihr berichtet, was sich in der Nacht ihrer Ansicht nach zugetragen hat. Und Stefanie Hinz hat dann eben die entsprechenden Schritte eingeleitet. Wir haben leider heute nicht so viel darüber erfahren, wie dieses Gespräch ablief zwischen den beiden Frauen, weil die Zeugenvernehmung von Stefan Hinz abgebrochen wurde, weil es schon so spät war am Abend. Und wir hoffen, dass wir dann am Freitag mehr dazu erfahren. Nun gab es ja jetzt heute diesen Tag. Davor wurden viele Filme angeschaut. Darüber haben wir ja schon berichtet. Jetzt geht es am Freitag weiter. Um was wird es denn dann neben Stefanie Hinz, neben der Zeugenvernehmung noch gehen? Auch die junge Polizistin wird noch einmal vernommen. Aber für uns besonders interessant ist ein weiteres Beweismittel. Es gibt nämlich ein Videotelefonat oder es gab ein Videotelefonat zwischen Andreas R. und der Polizistin. Und sie hat dieses Telefonat heimlich mitgeschnitten. Er soll darin Dinge gesagt haben, die ihn möglicherweise belasten könnten. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Beweismittel vor Gericht, dieser heimliche Mitschnitt, zugelassen? Und von der Frage, wie das Gericht da entscheiden wird, wird noch sehr viel abhängen in diesem Prozess. Und wir werden das Ganze natürlich begleiten. Vielen Dank, Tim Kukral von unserer Redaktion Landespolitik. Danke.